Hallo Leute, bei mir gibt es heute ein paar leckere Sesam-Kartoffeltaler und dazu mache ich mir eine Hähnchenbrust. Die Hähnchenbrust wandert auch direkt in die Pfanne, vorher würze ich sie mir noch. Dafür habe ich meine Gewürzmischung. So, dann kommt ein bisschen Öl in die Pfanne und darin brate ich mir die Hähnchenbrust jetzt an. Die Pfanne zum Anbraten habe ich etwa auf 3/4 der Kraft. Für die Sesam-Kartoffeltaler habe ich mir schon mal Pellkartoffeln abgekocht und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. So, jetzt müssen sie nur noch geschält werden. Dafür habe ich jetzt mehlig kochende Kartoffeln. Ihr könnt das aber auch mit vorwiegend festkochenden Kartoffeln machen. Sobald die Hähnchenbrust auf der Hautseite angebraten ist, einmal wenden. So, und jetzt lasse ich sie weiter anbraten. Die Hähnchenbrust ist jetzt angebraten. So, die nehme ich gerade raus aus der Pfanne. Denn ich möchte auch noch ein bisschen Soße haben. Dafür habe ich hier Tomatenmark. So. Das brate ich gerade ein klein wenig an. Dazu kommt noch ein Teelöffel Zucker. Das Ganze lasse ich jetzt ein klein wenig anrösten. Das geht auch recht schnell. So. Und dann lösche ich es auch direkt mit meinem Gemüsefond ab, wenn ich ihn aufkriege. Jetzt. So. Dann drehe ich die Temperatur etwas runter. Dann würze ich es noch ein bisschen mit etwas Salz und Pfeffer. Und noch eine ganz kleine Prise geräuchertes Paprikapulver. So. Ungefähr eine Messerspitze. Dann reduziere ich die Temperatur und in der Soße gare ich meine Hähnchenbrust jetzt fertig. So. Da kommt dann auch noch ein Deckel drauf. Und jetzt kann ich da drin schön langsam vor sich hin garen. Ich habe jetzt hier 1 Kilo Kartoffeln und die werde ich jetzt für meine Kartoffeltaler verwenden. Das werden ungefähr 5 Portionen. Ich brauche heute aber nur 2 Portionen. Den Rest kann man wunderbar einfrieren. So. Die Kartoffeln muss ich jetzt noch durchpressen. Wenn ihr nicht so eine Kartoffelpresse habt, dann könnt ihr die auch mit dem Kartoffelstampfer kleinstampfen. Das geht genauso. So. Die Kartoffeln werde ich mir jetzt noch würzen. Und zwar ein bisschen salzen. Etwas Pfeffer, Muskatnuss und für einen schönen Sesamgeschmack habe ich hier noch geröstetes Sesamöl. Da wird aber unbedingt vorsichtig sein, denn das ist so intensiv. So, ich gebe mal einen Esslöffel mit rein. Das reicht meistens schon, weil wie gesagt, das ist wirklich sehr intensiv. Dann brauche ich noch 4 Eigelbe. Das Ganze jetzt dann erstmal einmal vermischen. Dann habe ich hier noch 40 Gramm Stärke, von denen gebe ich schon mal die Hälfte mit dazu. Da müsst ihr selber gucken, wie feucht eure Kartoffeln noch sind. Also ich gebe jetzt erstmal die Hälfte mit rein, knete das Ganze dann durch. Ein kleines bisschen brauche ich noch. So. Damit ist mein Teig schon mal fertig. Den teile ich mir jetzt in 2 Teile. So. Und dann rolle ich mir da erst so eine Wurst. Und dann schneide ich mir eben Taler vorne. Sind etwa 1/2 Zentimeter dick. Und genau dasselbe mache ich mit den anderen jetzt auch. Meine Sesam-Kartoffeltaler sind jetzt schon fast fertig. Jetzt schiebe ich gerade die Hähnchenbrust zur Seite.
Die ist auch schon gar. So, dann bleibt sie auch warm. Und in der anderen Pfanne werde ich sie jetzt rausbraten, meine Taler. So, die erhitze ich auf gute halbe Kraft. Die Taler werde ich mir jetzt noch, ich sage mal, so etwas Ähnliches wie panieren, nur ohne Eier und Mehl, sondern ich werde jetzt nur noch in Paniermehl und Sesam wenden, gerade grob vermischen. Da werde ich sie einfach nur kurz andrücken. So. Und dann eben in der Pfanne rausbraten. Damit spare ich mir das ganze Panieren. So. Und die sehen nachher trotzdem noch hübsch aus. Dafür brauche ich jetzt wieder ein bisschen Öl. Wobei dafür eher ein bisschen mehr. So. Und da werde ich sie mir jetzt eben schön langsam drin rausbraten. Von den Talern mache ich mir jetzt auch nur eine Pfanne voll, denn wie gesagt, wir sind heute nur zu zweit beim Essen. Den Rest werde ich in dem Paniermehl mit dem Sesam nochmal wenden und dann einfrieren. Wenn ich sie dann eben brauche, kann ich sie entweder, wie jetzt, schön langsam in der Pfanne rausbraten. Braucht nur ein kleines bisschen länger, weil die dann eben gefroren sind. Oder aber man kann sie auch mit ein bisschen Fett bepinseln und bei 180 Grad für 20 Minuten im Backofen fertig backen. Nach so 3 bis 4 Minuten sind sie angebraten, dann wende ich sie. Und jetzt lasse ich von der anderen Seite auch noch ein bisschen anbraten. Und in der Zwischenzeit habe ich meine übrigen Taler auch schon vorbereitet und die wandern, wie eben schon gesagt, in die Gefriertruhe. So, meine Taler sind jetzt fertig. Jetzt mache ich noch meine Soße von der Hähnchenbrust fertig. So. Hähnchenbrust ist auch gar. Hier habe ich jetzt noch was von meiner Mehlbutter. Mit der binde ich die Soße jetzt ab. So. Dann geht es auch schon ans Anrichten. Die Hähnchenbrust ist innen drin auch noch schön saftig. Ja. Da kommt jetzt noch ein bisschen was von meiner Soße drauf. Und damit ist mein Mittagessen auch schon fertig. Also die Taler, die gehen relativ einfach. Man muss halt nur am Tag vorher die Kartoffeln gerade abkochen. Aber ansonsten geht das ganz fix. So, jetzt natürlich noch probieren. Also die Kartoffeltaler sind jetzt nicht so knusprig, wie man es jetzt von Kroketten kennt, sondern eher weich, aber sehr, sehr angenehm. Auch der Sesam kommt sehr angenehm zum Vorschein. Wer es ein bisschen intensiver haben möchte, also hier ist es recht mild, wer es intensiver haben möchte, nimmt einfach 2 Esslöffel von dem gerösteten Sesamöl und dann ist das Ganze halt noch intensiver. So, damit sind wir jetzt am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen.